Schrauben dabei genommen, das haben wir jetzt so. Ein tragischer Unfall kurz vor der 5 beim Bahnübergang Dietenei im Wertenstein auf der Linie Wallhausen-Malters. Eine Frau wollte 3 Kinder zu einer landwirtschaftlichen Liegenschaft oberhalb der Bahnlinie bringen. Dazu musste sie über einen unbewachten Bahnübergang fahren. Ein Augenzeuge gegenüber Telenapf. Wir haben uns plötzlich gehört Horne, mehrere Horne. Nicht nur das vom Zug, sondern wahrscheinlich auch das noch von einem Lastwagen, den die Frau wollte warnen. Hinter der Frau sei es sehr wahrscheinlich ein Lastwagen gewesen, wo die Sicht verdeckt hat. Die Frau wollte rüberfahren und hat durch das den Zug nicht gesehen. Anschliessend hat man ein dummes Pfeifen, ein Quietschen in Art gehört. Das ist auch entstanden, weil der Zug das Auto der Leitplanke entlang geschrammt hat. Dabei ist Bahnschotter auf die Strasse geschleudert worden. Die Leitplanke der Strasse ist auf rund 300 Meter abgerissen. Nach mehreren hundert Metern, kurz vor dem Bahnübergang Dietenei, ist der Zug mit dem eingeklemmten Auto zum Stillstand gekommen. Der Augenzeuge beschreibt, dass viele Autos an der Unfallstelle einfach vorbeigefahren sind. Das Auto ist in Brand geraten, Anwohner haben es gelöscht und die schreienden Kinder von der Rückbank gerettet. Tragischerweise ist die 38-jährige Frau noch an der Unfallstelle verstorben. Sie ist die Mutter von 2 von diesen 3 Kindern. Verkehrsteilnehmer und Passanten haben in der Zwischenzeit den Verkehr geregelt. Nach 14 Minuten ist die Ambulanz eingetroffen, nach weiteren 3-4 Minuten die Polizei. Nach rund 10 Minuten, eine Viertelstunde, ist der Triga eingeflogen. Die Feuerwehr Wallhausen ist mit 20 Eingeteilten im Einsatz gestanden. Die Fahrgäste haben den Zug über eine Stunde nicht verlassen, sehr wahrscheinlich aus Gründen der Verkehrssicherheit. Der Lokführer steht unter Schock. Das Care-Team Zentralschweiz hat mit 3 Personen die Angehörigen und den Zugsführer betreut. Zusätzlich war ein Notfallseelsorger vor Ort. Simon Kopp, Mediensprecher der Strafuntersuchungsbehörde, was ist da genau passiert? Was wir bisher wissen, ist, dass eine Frau mit 3 Kindern unterwegs war, zwischen Wallhausen und Malters. Die Frau wollte eines von diesen Kindern abladen, hier beim Bahnübergang Ring-Gay. Ist dann aus bisher unbekannten Gründen mit dem Zug kollidiert, der auf dieser Strecke unterwegs war, ist über mehrere hundert Meter mitgeschleift worden. Die Frau ist dann auch an der Unfallstelle gestorben. Die 3 Kinder sind verletzt und ins Spital eingeliefert worden. Wann ist das passiert? Das war kurz vor der 5. Rudi Estermann, Mediensprecher SBB. Ist das eine gefährliche Strecke da? Ist an sich, es ist jede Strecke gefährlich, wo es überhaupt noch unbewachte Bahnübergänge hat. Darum wollen wir ja möglichst schnell alle sanieren. Was war das für ein Bahnübergang gewesen da? Das ist ein unbewachter. Was ist die Problematik? Das ist ein unbewachter Bahnübergang und die Problematik ist, dass er sehr kurzsichtig ist, kann man dem sagen. Es ist so, ein sogenannter 9-Sekunden-Übergang. Also der Lokführer sieht erst 9 Sekunden vor einem, bevor er etwas gesehen, oder wenn jemand auf dem Gleis ist, sieht das erst 9 Sekunden vor einem. Und hier auf dieser Strecke, da vor 75 gefahren, und da kann man sich vorstellen, was für einen Bremsweg es das gibt. Die Leute haben ja müssen weiter transportiert werden. Wie ist das abgelaufen? Ja, da haben wir den Lösch- und Rettungszug von Luzern aufgeboten lassen, mit Wegen dran, und die sind dann nachher halt leider mit grosser Verspätung sind die mit dem Lösch- und Rettungszug auf Schachen gebracht worden und dort auf einen normalen Zug umgestiegen. Und der Regionalverkehr, der wird mit Bus geführt über Roswil, Helbühl, Malters und dort wieder auf den Zug. Und die direkten Züge Bern, Luzern und umgekehrt, die werden über Zofingenrot-Trist geführt. Weiss man, wie lange die Strecke geschlossen bleibt? Also wir gehen davon aus, dass wir morgen am Morgen wieder fahren können, bei Betriebsbeginn. Ist es geplant, dass man die Strecke auch saniert, die Bahnübergänge? Wie viel gibt es da an dieser Strecke, wissen Sie das? Das weiss ich nicht auswendig, wie viele unbewachte Bahnübergänge es noch gibt. Aber auf jeden Fall, es besteht ein Projekt und es finden jetzt im Moment gerade Verhandlungen statt über einen Kostenteiler. Das Bundesamt für Strassen hat uns das abgelehnt, eine Kostenbeteiligung. Und es hat gerade vor einer Woche eine Sitzung stattgefunden mit dem Kanton, weil wir das nächste Jahr sanieren wollen. Ist das schon beschlossen oder wird das beschlossen? Das ist schon beschlossen, dass der muss saniert werden, dass man den nächstes Jahr sanieren will. Ist das auch der Grund, dass man mit mehr
Zugverkehr muss rechnen auf dieser Linie mit der S-Bahn Luzern? Ja, man muss ein bisschen mehr rechnen, ja. Aber das ist dann vor allem eigentlich noch bis auf Malters und so weiter. Es ist auf der anderen Seite so, dass ja die direkten Züge nachher nicht mehr da durchfahren. Also es fahren nur noch Regionalexpress und Regionalverkehr, also Regionalverkehrszüge. Und die anderen direkten Züge Bern-Luzern gehen dann eben über die sogenannte Kriegsschlaufe. Weitere Informationen demnächst im offiziellen Polizeibericht. Thank you.